hallo und guten Morgen. Ne? Wir sind hier wieder im Internet-Café-Simulator und der schnell. So, Wecker hier ausgehauen. Ja, gut ausgeschlafen sind wir. Mit Duschen ist leider nichts drin. Upsa, das haben wir schon probiert. Ich würde so gerne mal duschen, mal wieder. Eine schöne Duschparty machen oder so. So, ja, wir wollen etwas essen. Zum Frühstück essen wir eine Pizza. Ja, essen wir eine Pizza. Die macht da direkt satt, ist ja klar. Eine schöne Tiefkühl-Frozen-Pizza. Wir lassen hier die Tür nachts immer offen, wie ihr gesehen habt. Ne? Das ist ganz ratsam. Aber es ist ein sehr ruhiges Haus, ne? Ruhiges Haus, aber nur manchmal wackelt es an der Türe, ne? So. Eingangstür lassen wir auch offen. Sehr vertrauenswürdig hier. Na klar. Guten Morgen, Herr Polizist. Ha! Stramm gestanden, mein lieber Soldat. Hier laufen immer dieselbe rum, ne? Der ist, was weiß ich, was der ist. Ja, ich weiß, ich kann nicht duschen. Du brauchst nicht immer zu wedeln. Ich kann es nicht ändern. Ach, wie sieht's hier wieder aus? Ja, jetzt rüffel ich das weg. Machen wir schon mal auf. Okay. Aber wie nett. Keine Fußspuren, gar nichts. Sauber muss es natürlich sein. Da ist alles in Ordnung, ja. Da freue ich mich schon drauf, ne? Mal ein bisschen Anzug, ein bisschen sauber machen, so. Bleib doch mal stehen, Mensch. So. Boah, der hat eine Tätowierung, machen wir lieber nicht. So. Und schon geht's los, schon verdient mehr Geld. Ja, so einfach ist das. Och, ich hätte auch so ein Internetcafé. Simulator, hätte ich beinahe gesagt. So ein Internetcafé, jetzt ohne Diebe natürlich und ohne Leute mit einem Baseballschläger verprügeln zu müssen, aber... Ne, gut installierte PCs, die überwacht sind, mit einem guten Virenschutz natürlich. Ne, und viele Dinge, Schmutzseite sind geblockt. So ist es ja in der Realität, glaube ich, auch so. Damit da nichts Schlimmes runtergeladen wird. Und darum geht es ja vor allen Dingen. Aber ja, ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, es ist halt die meiste Kunde. Ja, das ist... ich traue es gar nicht zu sagen, keine Ahnung. Also ich meine, ich will jetzt nicht so ein Klischee ablassen oder so, ja, aber die Kunden, was hier reingeht in Internetcafés, ja, die ist schon üblich. Ich hatte ja erzählt, dass ich in der letzten Folge, dass ich da auf jeden Fall schon mal rein musste. Ne? Aus einem dringenden Notfall, weil ich Internetverbindung im Computer gebraucht habe. Aber wenn man so sieht, was da drin abhängt, so, ich meine, ganz ehrlich, wir haben alle mittlerweile eine Lösung von zu Hause aus Internet schön zu benutzen. Und Leute, die das brauchen, die haben es dann zu Hause nicht oder sowas, ja. Oder wollen heimlich jemanden mit jemandem chatten oder keine Ahnung, ja. Also, es ist irgendwie alles dubios. Das ganze Game ist dubios. Aber ich mag ja dubiose Games, also warum nicht? Was soll's? Ja, der lacht sich wieder kaputt. Spielt Fußball, ja. Geld kommt schon langsam ganz gut hoch, also von alleine schon. Ach so, mit dem, was ist ja mit dem Koch jetzt? Ich sehe aber auch keine Bestellungen mehr von den Leuten. Nicht, dass sie da irgendwie... Ich muss mir das nochmal angucken, ob ich nicht doch irgendwo was falsch gemacht habe. Den haben wir. Nochmal ist so Quatsch jetzt, ne? Bodyguard haben wir auch. Sie müssen die Küche mieten, ja. Sie müssen Küche mieten. Preisliste. Internet-Café-Gebühren. Die Preise ausgeglichen anzupassen.
so, das hätte ich vorher machen können. Also wenn geschlossen ist, vor 10 Uhr natürlich, ja. Also 10 Uhr machen wir auf, jetzt wissen wir es auch. Ja, $697 wieder. Das müssen wir bezahlen, schon passt ja nicht auf da draußen. Wallpapers, für, was war dann das mit dem Gebäudeentwicklung? Kitchen. Ja klar, jetzt haben wir die Küche. Und was ist das? Ne, das, nee, das machen wir noch Schritt für Schritt, ne? Komm, steh auf, beweg dich. Hi. Ja, jetzt haben wir unser Koch auch sinnvoll eingesetzt. Muss nur mal gucken, ob hier jemand Hunger hat. Eine, was ist denn das? Eine, ja, wie mache ich das denn? Muss ich irgendwas drücke? Hey. Das dauert echt so lange, damit dem hinsetzt. Ist ja manchmal kann ich eine Cola haben, das ist schon vorbei. Wie mache ich das dann jetzt? Jetzt muss ich gerade mal erstmal feststellen, wie bringe ich denen, was er esse. Komm schon, krieg Hunger oder irgendwas. Irgendwie muss ich die Bestellung aufnehmen, oder nicht? Sehe ich das falsch? Die ist schon fertig. Oh, heute ein blaues Kleid an. Tutorial. Vielleicht steht hier was drin. Zu diesem Thema. Einige Kunden können bestellen, wenn sie dies bestellen, wenn sie die Bestellung abschließen, verdienen sie zusätzlich Geld und steigern die Zufriedenheit der Kunden. So. Sie sollten einen Koch mieten und einen Küchenbereich mieten. Nachdem sie die geforderten Zutaten auf die Registerküche gekauft haben, können sie ihre Bestellung auf Registerkarte Bestellung aufgeben. Sie können die Bestellung vom Teller in der Küche nehmen. Ja, aber das ist nicht das, oder? Das sind nur Mitteilungen. Ach, da! Dann lassen wir das mal offen hier, das Menü. Ich glaube nicht, dass man das vom Computer aussieht, ne? Na, ist ja gar keiner da. Im Moment habe ich immer nur die hier, was bestellt, wenn dann. Aber hier am Automat, die Automate zog er nicht. Komm, ich habe gerade gute Laune. Den haben wir schon, Kong of Kong. 90 Cup. Oh Gott, was mir Geld ausgebe. Würde das jetzt hier stehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Nix. Die wollen nix im Moment. Hunger? Ne? Sie guckt Pornoseite. Ist das ein Mädel, oder? Ist doch ein Mädel, ja. Sie guckt Pornoseite. Ja gut. Sie füllt ihre Libido auf, ne? Sie muss dann zum Dating-Simulator spielen noch an dem Abend. Nehme ich gleich mit. Supp. Schön gerade. Geht doch schon durch jetzt. Wenn man es überhaupt vor das Fenster stellen kann. Oh, das gibt's doch nicht! Hm. Da haben mich zwei große, ihr wisst schon, weggedrückt. Geht. Jetzt machen wir Kohle. Keiner von denen hat Hunger. Kann man den nicht dazu animieren? Hier Lust auf was er esse? Plakate aufhängen, ne? Zum Beispiel mit Burger und so weiter, ne? Dass wenn man das sitzt, dass man dann plötzlich Lust kriegt. Leute, das hilft wirklich. Das ist ungelogen.
Orte. Achso, nee, das steht, ja, da steht Orte. Hier wäre die Orte abzuholen dann, okay. Ja, Geld verdienen ist so leicht. Gute Frau, das ist nicht gut für ihre Figur, wenn sie so im Tisch sitzt. Eine Cola will sie. So, wie geht das jetzt? Jawohl! Also Adblocker muss auch her. Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Ach, das gibt's doch nicht. Spiel die noch. Die ist noch da. Das dauert mit dem Hinsetzen jetzt mal. So, komm weg. Hab ich jetzt gedrückt oder nicht? Die geht schon. Och Mann, sagt doch einfach, was ihr wollt, dann mach ich's. Nee, hat er nichts gebracht, also hat nichts hingestellt, oder? Nee. Also ich muss hier feststellen, ob die überhaupt was essen wollen, weil das offensichtlich kriegt er das nur so mitgeteilt. Am TV-Automat gibt's nichts zu bestellen. Und dann muss ich hier rein. Oder muss ich das nochmal andrücken? Da kann man was andrücken. Boah, wenn das mit dem langsamen Auf- und Ab... Weil das ist nervig, weil das geht einfach nicht schnell genug am PC, ne? Sie will nix, immer noch nix. Und Zorro auch nicht, so. Mein Freund hier. Da liegst du jetzt flach, ne? Wo kann ich an den Knüppel? Ich muss den Knüppel hier vorne hinlegen, dass ich direkt dran kann. Wie kann er dann so einen Spielautomat stehlen wollen? Also. Was jetzt? Der PC ist verrutscht? Okay, hier ist alles in Ordnung, da auch. Ja. Ei Gott, nochmal mit dem Setze. Komm, sitz dich jetzt hin. Muss da was bezahlt werden? Nee, Rechnungen. Also manchmal kommt doch ein Dieb durch, ne? Das ist halt doof. Da war wieder eine Bestellung gewesen, die man nicht gesehen habe. Komm, das muss jetzt irgendwie funktionieren. Das gibt's doch nicht. Wir wollen doch Geld verdienen. Kann man die da nicht animieren dazu, dass er... Mann, jetzt bestellt die nichts. Also na klar, wir wissen es alle schon. Wenn das hier alles voll ist, dann der obere Stock noch ausgebaut und wie es aussieht, ne? Dann braucht man eine Bedienung, ne? Auch wenn ich gerne hier rumlaufen würde, oder vielleicht kann man ja mithelfen diesmal. Verschwinde, mein Freund. Ich bin jetzt, sorry, aber ich bin jetzt eiskalt. Wir versuchen hier ein Business aufzubauen, lass uns noch nicht von jedem hier rumschubsen. Ich glaube, es geht los. Wo kommen wir da hin? Ich habe nichts gegen die Syphilis-Brüder. Wenn sie ihr Leben auf der Matte verbringen wolle oder nichts arbeiten wolle oder keine Ahnung, sich nicht irgendwie versuchen wolle, dabei helfen zu lassen, psychologisch und wie auch immer. Aber ich zahle meine Steuern, ich gebe mein Geld aus ohne Ende. Während ich Geld verdiene, muss ich Geld ausgeben, wie ihr alle, ne? Wie ihr alle wisst. Ihr kennt sie auch alle. Und dann ist so ein Baseballschläger ja doch das Wahre. Der muss hier schön in der Mitte liegen, dass ich immer schnell reingreifen kann. Ein Hamburger, ne? Ne?
meine Güte, jetzt bestellt keiner mehr was. Schön, dass ich jetzt einen teuren Koch... Da, ein Burger. Ein Burger und... Nur ein Burger. Okay, danke. Setz dich schon. Meine Güte, so. Ja, wie geht denn das? Sag mal, das gibt's doch wohl nicht. Das verstehe ich nicht. Hier können Sie bequem bestellen. Bequem bestellen auch noch. Fokus. Vielleicht geht das so besser. Der ist schon weg. Ich könnte gerade... Ich krieg gleich das Kotze, das Große, ne? Nee, er hat nichts gemacht. Der ist sogar noch da. Ach Mann. Ich kraft das nicht. Kann man das dann nicht besser machen? Also, warum immer alles so... Ach, schon nach 10 Uhr. Kann man da F drücken? Nee. E drücken vielleicht? Oder muss ich das Zutaten kaufen oder was? Ja, aber steht das dann irgendwo? Einige Kunden können bestellen. Wenn sie die Bestellung abschließen, verdienst du... Ja, so finden sie. Sie sollen einen Koch mieten und einen Küchenbereich mehr. Habe ich gemacht. Mach's, nachdem sie die erforderlichen Zutaten auf der Registerkarte Küche gekauft haben. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Koks, okay. Ich hätte gerne eine Koks. Jetzt macht's Sinn, oder? Probieren wir mal alles mit 20 zu machen, dann sehen wir mal, wie wir rumkommen. Hamburger Brot. Wasser, ja. Ja, den konnten wir wieder streichen, den Burger. Unser Bodyguard zahlen wir auch noch, natürlich. 292, also das wird jetzt wird steigern, Freunde, das sage ich euch. So, dann würde ich sagen... Ist alles in Ordnung? Ja, okay. Ja. Du wirst nicht mehr wissen, wie du heißt. So oft werde ich dir die Birne weich prügeln, mein Freund. Ups, hab ich mich ausgesperrt. Bisschen schwungvoll die Tür zugeschmissen, die machen wir mal zu, wenn der da draußen rumschleicht. So. Machen wir das lange Labarbe. Balabe. Sondern. Jetzt wollen wir mal gucken. Mit Bestellungen, mit Ausliefern, das wollen wir natürlich jetzt sehen, das ist ja klar. Was essen wir heute? Ein Bagel, jawohl. Ein Karpfen, ja. Ein Stück Brot, so, und los. Ups, keine Zeit hier rumzulümmeln in der Wohnung. Boah. Die Tür ist schon stark, ne? Haut's mich fast von der Leiste. Was will der dann schon wieder hier jetzt?
So. Achso, da müssen wir auch noch irgendwann gucken, dass wir das noch erweitern. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was der gerade im Angebot hat. Da drüben, der PC-Store. Naja, das ist billig, aber das ist ja wirklich furchtbar. 299, das ist nicht billig. Das kann man nicht erkennen, was es ist. Das brauchen wir noch nicht, sowas. Nee. Verschwinde. Komm, da liegt die Mülltonne. Alles in Ordnung, jawohl. So, Hopsing, heute geht's los. Ist aber trotzdem doof, wenn ich immer wieder zum Computer muss, mich hinsetzen muss. Da hätte ich jetzt lieber so Tab drücke und. Aber kann man nur die Leiste wegmachen. Tab drücke und dagegen ein Pad auf oder sowas in der modernen Zeit. Und mit dem Tablet dann gebe ich die Bestellung auf. Und dann brauchst du nur noch abzuholen. Das wäre doch cool. Nicht immer mit dieses bequeme Hinsetzen so. Ich habe mich jetzt über die Essenspreise beschwert, bisschen. Dass sie vielleicht doch ein bisschen so teuer sind. Aber, wenn ich sehe, dass ein Computerspiel 80 bis 120 Dollar kostet, zu spielen. Fragt man sich schon, warum ich nicht lieber gleich das Spiel kaufen sollte, ne? Oder? Was meint ihr? Der lacht sich da eh ab, was ist dann nur mit dir los? Und was er mit breiter Arme rausgeht, guck dir den mal an, den Rotschopf Larry. Er will einen Burger, jetzt, Achtung, jetzt. Alarmglocke gehen los. Sitzen, komm schon. Bestellungen. Ja, so geht das. Ist der schon jetzt gegangen oder was? Das ist doch der. Hat er den Anbrenner, das Burger? Wie sieht denn der aus? Er ist schon weg, das gibt's doch gar nicht. Och Mensch, also wie schnell muss man da sein? Gucke vielleicht gerade zu, wenn ich einen Hamburger will. Ach, er wieder. Der magische Socke. Hier, Lust auf einen Hamburger. Ey, Hopsing, mach die nicht so schwarz. Guck mal, wie der Burger aussieht. Ja. Ja, das ist was anderes, wie bei euch im fernen Morgenland. Im Land der aufgehenden Sonne. Burger werden nicht so schwarz gegessen. Das ganze Brötchen ist ja verbrannt. Er ist schon wieder fertig. Hier stehe ich schon mit dem Burger in der Hand. Das gibt's doch wohl nicht, aber wie schnell soll denn das gehen? Oder hat in dem Moment, wo der Kunde das wollte, hat das Fleisch auf dem Teller gestartet? Das glaube ich aber nicht. Hey, oh. Er möchte ein Wasser. Da steht nichts, siehst du? Na komm schon, das dauert zu lang mit dem Sitz. Das ist, ey, das ist. Ich glaube, der ist schon raus, bitte. Der ist schon wieder raus. Da liegt's ja. Komm. Okay, das hat funktioniert. Das hat gefunzt. Aber ich. Komm, hoffe ich, ist noch einer im Burger. Und ich hoffe, ich kann den noch benutzen. Das wäre cool. Dann ist er wenigstens nicht umsonst gemacht. Kann ich den nochmal hier ablegen? Mit denen, was ist das? Atomscheibe drauf. Kann man, nee, ich kann nur in der Hand halten oder auf den Boden werfen.
Sie isst bestimmt einen Burger, oder? Das ist doch ein Burger-Typ. Ja. Ah, er will Schokolade, okay. Burger nochmal schnell in die Ecke werfen. Komm, schneller. Oh, das zittert mir jedes Mal die Lunge hoch. Wie der sich da bequem erstmal ablegt. So. Sie lacht und trotzdem ist sie mieslaunig. Keine Ahnung, was sie da guckt. Ja, Leute, ne? 7600. Überstiegen schon. Es läuft. Ob ich mir so eine Ecke mache, wo ich das ganze Essen hinwerfe, was ich nicht schnell genug ausliefern konnte. Und wenn man es dann wirklich nochmal verwenden kann, kann ich es hier schneller wegholen. Da wird sogar Hopsing schlecht, ne? Ja. 1200, glatt sogar. Hallo, setzt euch hin, benutzt den Computer. Burger wär im Angebot heute. Jetzt laufen hier ganz schön die Leute. Ich muss gleich mal nach der Bewertung gucken. Eine Cola. Eieiei, eine Cola wieder. Bei mehreren Bestellungen ist das schon extrem nervig, ne? Jedes Mal den Automat, den Computer zu benutzen. Ach, nimm doch deine Cola mit, ey. Echt, ich hab gerade gegen den Kopf geworfen, ey. Also, ich kann. Noch schneller geht's nicht, an den blöden Computer so gehen. Doch doof, oder? Ey, so echt beknackt gemacht. Dann lieber ein Pad und kurz dem Koch die Bestellung mitteile und dann abhole alles. Ist auch noch genug zu laufen, ja, aber dass sie immer so einen Scheiß programmieren müssen, ey, das gibt's doch nicht. Spielen die das nie selber, wenn die das programmiert haben? Mann, da könnte ich wieder das große Kotzen bekommen. Schokolade und nix. Wenn ich schnell genug bin, kriegt ihr die Schokolade noch. Aber ich glaube, es ist ja nicht verloren, weil es liegt jetzt alles am Boden und in der Ecke natürlich, ne? Der ist schon wieder weg. Achtung. Nee, doch. Der will einen Hotdog. Wie lange das dauert, bis ich Computer einmal setzen und aufstehen. Allein das dauert mir der viel zu lang. Der sieht lecker aus. So ein Plastik-Hotdog könnte ich auch essen. So, das hat mal geklappt jetzt. 9025? Oh, ich könnte frohlocken. Meine Hautoberfläche kriegt geile Vibrations. Oh. Verifika, was bist du dann? Telefoniker, wahrscheinlich ist er so Telefonmensch. Ja, sind wir schon am Rennen ein bisschen, ne? Ist aber auch ein Grund, abends müde zu werden. Apropos Abend, wir haben 17.29 Uhr. Die Bewertungen gucken wir uns später an. Immer zum Feierabend gucken wir uns das an. Und dann müssen wir unbedingt die allgemeine Grundgebühr einstellen. Ne? Haben wir ja gesehen, immer nach Feierabend. Oder vor 10 Uhr, wie auch immer. Je nachdem, was zuerst antrifft. Das sind Zwillinge. Wir haben noch Burger und eine Cola hier rumliegen. Okay.
Evil noch nichts. Das kommt ja noch dazu. Die bleiben ja alle nur so eine gewisse Zeit sitzen. Die bleiben ja nicht ewig da sitzen. Dann kommt es natürlich noch dazu, dass sie irgendwann später, im letzten Drittel vielleicht, plötzlich eine Bestellung aufgebe. Und dann renne ich wieder los und versuche unbedingt die Bestellung aufzugeben. Also wenn wir eine Bedienung haben, dann wird das wahrscheinlich fast automatisiert gehen. Aber das ging mir jetzt so schnell, weil noch 4, 5 Folge und dann ist gut oder was? Das mache ich nicht. Ich will es nicht in die unnötigen Länge ziehen, aber ein bisschen Spaß soll mir schon damit haben. Oder? Das ist genauso. Die Automate werden gern genutzt, ne? Wir sind gleich über 10.000. Ja, ja. Ja, hat Spaß gemacht, oder? Melinda, das ist so eine Melinda. Kommt nicht rein. Oh Mann, du bist ganz angestrengt. Du bist ganz angestrengt. Komm, was trinken oder was? Kurz vor Feierabend, es kommen so viele Leute rein. Spiele gekauft. Nee, das war mir. Ich muss mich zu viel konzentrieren darauf. Es geht nicht. Komm, aufstehen. Okay. Hier wollte jetzt keiner was. Jetzt müsste es eigentlich schon. Nee, noch nicht. Eine Stunde noch. Okay. Ich gehe davon aus, wenn ich die Computerspiele kaufe, dann sind die automatisch hier installiert wahrscheinlich, ne? Ja. Wie so ein Steam-Account, der plötzlich Games freigeschaltet sind. Sind wir wieder gleich über 10.000. Würde ich sagen, zum Feierabend richten wir dann noch ein paar Computerplätze ein. Und wir werden... So, liebe Freunde und Zuschauer von Main Zwibbelring TV. Bitte nicht vergessen, zet u abonnieren, ein Like dazulassen und folgt mir auf YouTube und auch bei Discord. Viel Spaß beim Weiterschauen. Vielen Dank, Beatrice. Ihr habt es gehört. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Also, ne, dann machen wir weiter. Es ist kurz vor Feierabend und die Leute strömen hier rein und ich hätte jetzt gar keine Lust zuzumachen, aber es nutzt ja nichts, es kommt ja keiner mehr. Noch was essen oder was, ne? Da wieder 8 Dollar, 10.100. Und Wasser will sie, komm, kriegt sie ein Wasser. Blöd, dass ich mich immer hier hinsetzen muss. Komm, aufstehen wieder. Nee, sie ist schon raus wieder. Nein. Ach, das ist doch bescheuert, ey. Blöde Tussi. Echt. Ich meine, ich kann doch nicht zaubern. Das geht doch gar nicht. Es ist physisch gar nicht möglich gewesen gerade eben. Ich bin sofort zum Computer. Sofort die Wasserbestellung aufgegeben. Abgeholt. Ach Quatsch, ich habe ja noch am Computer gesessen, da habe ich so gesehen, wie sie gegangen ist. Selbst das hatte gereicht, also... Jetzt ist wahrscheinlich... Ja, ja, ja. Der spielt noch fertig, macht nur fertig. Obwohl... So. Raus hier. So, was machen wir jetzt hier? Jetzt brauchen wir nochmal... Die Frage ist halt,
einen besseren Computertisch schon kaufen? Okay, das müssen wir auch. Das heißt ja immer für 3 Tage oder für 4 Tage das kaufe. Es wäre jetzt schön und nice, wenn das sich automatisch verlängern würde. Nein, ich habe keine Kryptomünze. Ich habe jetzt alle Kryptomünze gekauft. Also im Moment wäre es nicht immer wichtig. Mir werden nur gestört, davon abgesehen. Ja, noch habe ich ja keine Kryptomünze. Ja, 5.000, der ist schon teuer, also das machen wir nicht, das ist ja krank, wie teuer der ist. Aber den kaufen wir. Ja, und der Gewinn, laut, können wir auch mal zu holen. Eins. Ach, man kann hier gar nicht 2 auf einmal kaufen. Warum eigentlich nicht? Das dauert mir jetzt echt so lang, ey, bis das alles durch ist. Dann bleiben wir noch bei dem Level. Machen wir eine bessere Computermaus dran. Monitor haben wir. Hey, aufpassen. Nicht schlafen. Stuhl. Nochmal. 3 Mal, dann tausche ich die andere Stühle auch raus, weil das ist schon frech, die Leute so sitzen. Tische brauchen wir. Oder? Ja, ein Tisch. Tables. Tabellen. Da, Tabellen. Und der erste Gaming-Tisch, der richtige. Jetzt gehen wir nochmal zu den Stühle hoch, ob der andere durch ist, die Bestellung. Nee, noch nicht, aber gleich. Oh, jetzt haben wir viel Geld ausgegeben, aber ich glaube, mit der Ausstattung jetzt sind wir schon wieder salonfähig. Wenn wir jetzt noch ein Spielautomat zukaufen könnte. Nein, die ab, den haben wir schon. 99, haben wir fast das ganze Geld weggemacht. Aber ich glaube, dann sind wir ganz schnell auf dem Vormarsch. Nee, das, komm, nicht übertreibe. Komm, steh auf, alter Mann, Mensch, das gibt's doch nicht. Nehmen wir den gerade wieder hin. Den stellen wir doch nebendran natürlich. Wagt es ja nicht, da was wegzuholen. Wo ist der große Tisch? Da können ja 2 Leute dran zocken. Dann? Das ist gut, dann machen wir was anderes hier. Jesus, nee, was hat er denn jetzt alles verkauft? Hoffe ich nicht so viel. So, dann stellen wir das mal darüber. Ist das jetzt nur ein Tisch für eine Person oder nicht? Das lässt ja gar nicht zu, 2 Monitore, oder? Habe ich gerade falsch gedacht, wahrscheinlich.
Nee, das ist dann ein Tisch. Das wäre dann ein Tisch automatisch verarbeitet. Nee, das geht nicht. Habe ich falsch gedacht. Ja, passt, wackelt, hat Duft. Der kommt aber dann hier auf den Tisch. Ne? Der war der hier. Mal gucken, ob es überhaupt funktioniert, was ich hier vorhab. Stuhl fehlt, das ist ja klar. Den Monitor nochmal nehme und ein bisschen rüberschiebe. Jo, passt doch gut hin. So passt besser hin. Computer, Boss Chair. Meine Gäste dürfen jetzt schon mal bequemer sitzen, ne? Das ist schon mal wichtig. Hey. So. Der neue Gaming-Rechner. Naja, das zählt nur als ein Tisch. Da liegt noch die neue Maus. Hey! Wo ist die jetzt? Ah, okay. Jetzt haben wir eine Bude, hä? Betriebsbereit, da fehlt nur noch der Stuhl jetzt. Der Boss-Chair. Jawohl. Jetzt haben wir noch einen dritten Platz eingerichtet. Was war da noch? Ja, das ist noch eine Pizza. Ah, das macht vielleicht Bewertungen aus. Na, jetzt ist eh egal. Wir machen eh mal früh auf, dann müssen wir eh sauber machen. Ein Monitor hätten wir noch da. Jo. Drei, aber ein Geldautomat geben wir jetzt keine aus. Nee, wir gucken mal, was morgen passiert. Das ist geschlossen. Oh, tut mal, du kannst mit zu mir. Ich habe zu Hause auch ein Computerspiel. Willst du nicht mitgehen? Hm? Machen wir was Schönes zu essen zusammen. Ich hätte noch Bohnen zu Hause. Da können wir die ganze Nacht Musik mit unseren Popacken machen. Na gut, egal. Und wir rennen wieder, weil wir so hungrig sind und so müde und so kaputt. Und wir duschen immer noch nicht. Oh. Hungrig sind wir sehr sogar. Was haben wir denn? Es ist schon wieder morgen! Das haben wir die ganze Nacht durchgerackert, ey. Das gibt's doch nicht. Aber wir müssen trotzdem. Unbedingt müssen wir jetzt nochmal schlafen. Dann ist auch gespeichert. Geht auch wieder nur im Bett. Im Bett speichert sich alles, oder? Ihr kennt es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's weiter. Also, ciao.